Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen großartigen, ja, wenn auch bewölkten, falschen Donnerstagvormittag. Wir haben heute einen keltischen Marstag, einen aggressiven Tag, einen, naja, vielleicht ein bisschen gespannten Tag, und für morgen haben wir einen keltischen Mittwoch, einen Merkurtag. Und solltest du dich in den letzten Tagen gefragt haben, warum geht es mir irgendwie eigenartig, ich habe keinen Zugang zu nichts, ich fühle mich irgendwie unrund, unruhig. Nein, es hängt nicht nur mit den himmlischen Aktivitäten zusammen. Wir kennen die Sonne als Herrscher des eingeschlossenen sechsten Hauses, und das schon seit, naja, 5 Tagen, kann man sagen. Seit 5 Tagen haben wir hier keine Häuserspitze im Sternzeichen Löwe. Das heißt, es ist so wie eine Art mysteriöse Krankheit. Warum mysteriös? Eingeschlossen. Das heißt, man kommt daran nicht heran, man kann es nicht mit Worten beschreiben, man versteht nicht, warum es so ist. Es ist halt nur lästig und störend. Und die Sonne in den Fischen ist jetzt auch nicht unbedingt jene Besetzung, die dazu angetan ist, große Klarheit zu schaffen. Wir haben aber über eines Klarheit, dass wir über die Achse Fische-Jungfrau und Sonne in den Fischen, eingeschlossener Herrscher des sechsten Hauses, wieder einmal das Thema Krankheit, Gesundheit, Heilung sehr stark angesprochen haben. Und ja, wie gesagt, auf Telegram bin ich noch einen Text schuldig, den muss ich heute nachholen, ist sich gestern nicht ausgegangen, und ich möchte darüber ein bisschen mehr sprechen, was ich hier leider nicht darf. Und ich darf schon, ja, einmal. Wir haben in den neuen Zahlen den 7. Grad des 12. Sternzeichens Fische im Jahre 1740. Warum 7. Grad? Weil im Laufe des morgigen Tages von 5,21 auf 6 Grad beginnt, und mit 6 Grad beginnt das 7. Grad. Deswegen haben wir hier dann auch den 7. Grad des 12. Sternzeichens. Warum 12. Sternzeichen? Mit wieder beginnend wäre dann Fische das letzte Sternzeichen. Das heißt, wir haben 7.12.1740. Die Jahreszahl 1740 orientiert sich am Ayanamsa, der Verschiebung des Frühlingspunktes, welche rückläufig erfolgt. Wir sehen in diesem Horoskop, auch wenn es nur ein Tagesbeginn ist, ein Sonnenaufgang, die Grundenergien, die jetzt derzeit wirken. Wir sehen einmal mehr, schau mal, wegen einem Schokoladepapier. Ja, das ist eine Multimedia-Schau. Aber ich muss immer darauf achten, dass ich die richtige Seite, also nicht die Seite nehme, sondern dass wir die Seite nehmen. Ja, ich erweitere meine technischen Hightech-Kompetenzen, ja. Muss man auch bitte, Wahnsinn, gell? Das ist ein Irrsinnseffekt. Ja, Scherz beiseite, Entschuldigung. Also das heißt, wir sehen hier, na, wo sehen wir es denn? Wir sehen hier alle Planeten auf der linken Hemisphäre. Das bedeutet, es geht sehr stark einerseits um unsere kollektive Entwicklung. Naja, wir haben mit 1, 2, 3, 4, 5 Planeten im ersten Haus, 6, 7 Planeten im ersten Quadranten, unser persönliches Entwicklungspotenzial stark angesprochen, und gleichzeitig, wie gesagt, mit 5 Planeten im ersten Haus, ja, zählen wir die Sonne schon dazu, das ist, was soll's, ja, sehen wir, dass es natürlich eine Zeit starker Veränderungen ist. Sie zappeln noch, sie kämpfen noch, sie hängen am Haken, unsere Stazibaten-Freunde, also sie wollen unter allen Umständen dort bleiben, wo sie sind, aber leider wird sie die Vergangenheit einholen, denn sie haben Taten und Handlungen gesetzt, welche sie dann ein paar Stationen weiterbringen werden. Schwedische Gardinen, der Begriff kommt daher, weil früher die Eisenqualität schlecht war, das heißt, man konnte die Gitterstäbe relativ leicht durchsägen oder verbiegen, aber dank des schwedischen Qualitäts Kiruna-Stahles war das nicht mehr möglich, und daher kommt eben der Ausdruck schwedische Gardinen, weil die waren dann sehr schwer zu überwinden oder zu durchtrennen, sagen wir es mal so. Was sehen wir noch? Wir sehen, die gespannten Aspekte gehen natürlich weiter. Wir haben hier nach wie vor Saturn-Pluto,
im Halbsextil. Ein Aspekt, der dann am 3. März, glaube ich, um 22.50 Uhr exakt werden wird. Wir hatten gestern durchgearbeitet den Aspekt Neujahr, 20.03. Und wir werden dann auch sehen am 7.03. den Übergang Saturns in die Fische. Und meines Wissens ist es der 23., glaube ich, der 23.03., wenn dann Pluto kurzfristig in den Wassermann übergeht. Also wir erkennen auch hier große Veränderungen in der Zeitqualität, eindeutig. Wir haben hier beim Tageshoroskop natürlich, also beim Tages-Sonnenaufgangshoroskop ganz besonders wichtig, die Position des Mondes oder der Mondin, weil es ein weibliches Prinzip ist, und Mond als Herrscherin des 5. Hauses und des 6. Hauses im 1. Haus eingeschlossen. Ist ganz witzig, warum? Weil auf der einen Seite haben wir die Sonne als eingeschlossenen Herrscher des 6. Hauses am Aszendenten und gleichzeitig haben wir die Herrscherin des 6. Hauses Mond eingeschlossen im 1. Haus. Also auch eine Verdoppelung der Aussage. Das heißt, auch hieran erkennen wir natürlich, ja, dass hier sich schon einiges an Wutpotenzial aufbaut, weil der Mond im Widder definitiv sehr kämpferisch ist, sehr aggressiv ist und der lässt sich nicht so leicht etwas gefallen. Und hier kommt eben schon einiges, aber versteckt, verborgen, an Wut hoch. Und diesen Effekt erkennen wir auch hier an Mars, der sich eben langsam von der Häuserspitze 4 entfernt, aber wegen der 5-Grad-Regel noch immer im Einflussbereich des 5. Hauses ist. Mars 17 Grad 16, 4. Haus 20 Grad 33 geht sich eindeutig aus, weil da hätten wir sogar bis 22 Grad 16 Luft gehabt. Also das heißt, das geht sich noch wunderbar aus, wird aber in den nächsten 4-5 Tagen dann, naja, nicht mehr gelten. Wird nicht mehr gelten, weil eben die Spitze des 4. Hauses in Richtung Krebse wandert. Und der Mars zwar auch in Richtung Krebs wandert, aber eben mit halber Geschwindigkeit. Das heißt, die Spitze 4. Haus entfleucht dem Mars. Ja, was können wir hier sehen? Wir sehen hier natürlich, dass die Energien Aszendent Fische, Sonne in den Fischen sehr spirituell sind, sehr feinstofflich, sehr empfindsam und auch unklar. Wir haben hier große Unklarheiten über das Thema Krankheiten, medizinische Behandlungen. Ja? Also das ist ein Thema, welches jetzt allmählich herauskommt. Wir haben aber gleichzeitig auch große Fragezeichen im Bereich der Arbeitsplätze. Auch die stehen für das 6. Haus. Das 6. Haus könnte dann natürlich auch stehen, aber das ist in dem Fall sehr, sehr schwierig. Es steht für Genauigkeit, für eben die Jungfrau-Tugenden, für also Genauigkeit habe ich gesagt, also das heißt, dass man nachdenkt. Also das heißt, es steht auf jeden Fall für intensive Nachdenkprozesse und das ist natürlich mit Sonne in den Fischen schwierig, ja? Weil Sonne in den Fischen bezieht sich ja sehr stark auf einen breiteren Fokus, ja? Viel, viel größer. Und das 6. Haus meint eben das Konkrete, das sozusagen, was man auf den Punkt bringen kann. Und Fische steht für die Ozeane, die neptunische Energie. Und hier ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Positiv gesehen kann man aber sagen, Herrscherin, also eingeschlossene Herrscher von 6, Spitze 1, bedeutet auch dann einen intuitiven Zugang. Das auf jeden Fall ja. Schauen wir mal. Befindet sich der Herrscher des 12. Hauses im 1. Haus? Nein, aber Neptun befindet sich im 1. Haus. Und Aszendent Fische, da brauchen wir den Herrscher von 12 in 1 gar nicht. Und Steinbock als Herrscher von 12 in 12 eingeschlossen, zeigt mir aufgrund einerseits der Tatsache, dass er auf Endgraden in den Fischen ist, also im Wassermann auf Fischegraden ist, aber auch im Halbsextil zu Pluto ist, Pluto Herrscher des 8. Hauses, dass es hier große Probleme für richtig die Europäische Union gibt. Warum? Weil der Saturn ist der Herrscher des 11. Hauses, steht für die Europäische Union, und Herrscher von 11 und Herrscher von 12, eingeschlossen in 12, bedeutet, sie können sich überhaupt
im Moment überhaupt nicht durchsetzen. Sie können sozusagen, ja, was, sie können nichts, ja, es ist spannend, das ist bemerkenswert, ja. Und dann noch das Halbsextil, ja, beim Halbsextil haben wir es mit einem Überlebenskampf zu tun, ja. Und wenn ich jetzt frage, wer ist denn der Pluto, dann kann ich sagen, gut, Pluto kann auch für multinationale Großkonzerne stehen. Also das achte Haus steht nicht immer für Niedergang und Katastrophen, sondern es steht auch für Großkonzerne. Es steht natürlich auch, ja, natürlich steht es auch für Großkapital, gar keine Frage, gar keine Frage. Wir wissen ja aus der traditionellen Astrologie, dass das achte Haus für Erbschaften steht. Wenn zum Beispiel jemand in einem Individualhoroskop, also in einem Radix, Merkur oder Venus im achten Haus hat, dann würde ich so einen Menschen zum Beispiel nahelegen, in den Bereich der Anlage, der Vermögensberatung zu gehen, weil er eben gut mit dem Geld anderer Leute arbeiten kann. Also das heißt, achtes Haus ist auch das Vermögen der anderen. Also das heißt, Großkonzerne, Großbanken etc. könnte man hier durchaus verorten. Das heißt, wir sehen auch hier, ja, auch hier sehen wir für die auch einen schwierigen Prozess. Also das heißt, wir sind wirklich global, kollektiv gesehen in einer sehr starken Transformations- und Auflösungsphase. Und das unterstreicht natürlich jetzt auch die Besetzung der Sonne in den Fischen. Und die wird eben dort bis zum 20. März bleiben. In unserem, dem keltischen Kalender, ist das dann natürlich der erste logischerweise, weil das ist der erste Grad im ersten Monat. Ich würde sagen, lassen wir dem ersten Grad im ersten Monat den zweiten Teil des morgigen Tages folgen. Ende.